Der Humor dieser langjährigen Zeichentrickserie ist immer aktuell und nah am Zeitgeschehen. Es gibt aber ein paar alte Klassiker, die immer wieder gerne auftauchen. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir dir unsere Top 10 der South Park Dauerwitze. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste sehen wir uns Witze an, die in dieser beliebten und recht derben Comedy-Serie oft und über mehrere Episoden hinweg erschienen sind. Okay, okay. Okay, Mr. Mackey, okay. 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 Nummer 10. Tritt das Baby. The Baby! Don't kick the baby. Kick the baby. Dieser Witz ist scheinbar im Ruhestand oder zumindest in einem langen Winterschlaf, denn Kyle hatte früher ein ungewöhnliches Hobby. War er in Gegenwart seines kleinen Bruders Ike, hatte er Spaß am Tritt das Baby, worauf Ike normalerweise antwortete, trete nicht das Baby. Check it out. Ready, Ike? Kick the baby. Don't kick the goddamn baby. Kick the baby. Wah. Oh. Der Witz endete gewöhnlich damit, dass Ike irgendetwas in gewisser Weise zerstörte. Ready, Ike? Kick the baby. Don't kick the baby. Kick the baby. In den letzten Jahren bekamen wir das nicht oft in der Serie zu sehen, aber es wurde 2014 als Kyles Spezialangriff im Spiel South Park der Stab der Wahrheit aufgenommen. Kick the baby! Don't kick the goddamn baby! Yay! I hope this alliance can last! Nummer 9. Randys Alkoholismus. Oh, I can't drink any more of that stuff. Randy Mars Alkoholismus war ein allmählicher Aufbau und kein eindeutiger Witz mit einer zackigen Bemerkung. In der zweiten und dritten Staffel zeigte sich aber langsam, dass Dans Vater offenbar ein Alkoholproblem hat, wobei Cartman es sogar in der siebten Staffel kommentiert. Looks like Stan's dad's been hitting the bottle again. In der neunten Staffel gerät er betrunken in Schlägereien, verliert seinen Führerschein und nimmt an anonyme Alkoholikertreffen teil, nur um dann im ganz großen Stil rückfällig zu werden. Three shots of Macallan, two small bottles of vodka, three bottles of beer and some jello shooters. Come on, let's go! Alkoholmissbrauch ist zwar kein Witz, relativiert aber einige der wilderen Eigenheiten und Überzeugungen von Mr. Marsh. Ethanol ist eben eine krasse Droge. Nummer 8. Kanada und Kanadier. I'm not your guy, friend! I'm not your friend, buddy! I'm not your buddy, gay! Obwohl alle Figuren im South Park-Universum etwas seltsam sind und ihre eigenen kleinen Macken haben, gibt es wohl keine eigentümlichere Gruppe als ihre Version der Kanadier. Viele amerikanische Fernsehsendungen zeigen Kanadier und Kanada in einem engen Spektrum von Stereotypen, die sowohl schmeichelhaft, nett, geschickt im Hockey, gastfreundlich, als auch weniger schmeichelhaft, dumm, betrunken, unbedeutend sind. Doch die South Park-Kanadier sind mit ihren gespaltenen Köpfen und ruckartigen, hektischen Bewegungen eine ganz eigene Spezies. This is not about diplomacy, this is about dignity. This is about respect. Es ist so übertrieben, dass sich wohl kaum jemand beleidigt fühlt. Aber es ist mit Sicherheit witzig. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, D. Nummer 7. Butters, du hast Hausarrest. Butters, you are grounded, mister. Oh Mist. Nachdem Leopold Butters Dodge durch Kennys dauerhaften Tod in der sechsten Staffel zu einer zentralen Rolle aufgestiegen ist, ist er mehr oder weniger ein reguläres Mitglied der Gruppe geworden. This is for all the times I got grounded. Während Kyle, Stan, Cartman und Kenny entweder wirklich nichts Gutes im Schilde führen oder einfach nur eine unausgereifte Idee aushacken, um Spaß zu haben, ist Butters ein naives Mitmachkind. Well, would you mind telling me why there's Rice-A-Roni in my coffee? Uh-oh. Butters, you are grounded! Die anderen vier sind verantwortlich für die derben Späße und Butters ist selten schuld an gescheiterten Plänen. Allerdings ist er es oft, der sich dem Zorn seiner strengen Eltern und anderer Erwachsener stellen muss. Leute, das scheint jetzt nicht sehr fair zu sein, oder? I hope you're both very satisfied with the damage you've caused, because you're both grounded! Nummer 6. Die sexuelle Freizügigkeit von Cartmans Mutter. Dude, it's a lady getting pooed on! Is it Cartman's mom? Oh, very funny. Leanne Cartman ist sicherlich die unauffälligste aller South Park-Eltern und im Einklang mit ihrer zurückhaltenden Art scheint sie im Allgemeinen unfähig, ihren Sohn zu kontrollieren. Doch trotz ihrer äußerlich konservativen Persönlichkeit ist sie tatsächlich sexuell unersättlich. Anscheinend besorgt es ihr jeder, wann immer sie will. I admit it. I might have made love to your mother at the drunken barn dance. But who here didn't? Seit Beginn der Serie ist ihr sexueller Appetit ein Dauerwitz. Dabei hat sie es offenbar mit dem größten Teil der Stadt getrieben, prominenten Politikern und dem gesamten Denver Broncos Team. Sie ist auch in Pornos zu sehen und prostituiert sich ab und an. Oh yeah. Oh
yeah. Nummer 5. Chefkoch singt. Hello there, children. Bevor Chefkoch brutal getötet wurde, war er eine Hauptfigur und scheinbar der einzige vernünftige Erwachsene in South Park. Wenn die Jungen ein Problem oder Fragen über das Leben hatten, hatte er normalerweise ein freundliches Hallo parat, bevor er ihnen eine Lektion erteilte, ihnen zu helfen versuchte oder ihnen anbot, ein lehrreiches kleines Lied zu singen. I'm gonna make love to you, woman. Gonna lay you down by the fire. Natürlich ging es bei diesen Liedern meist um Liebe, Coolness und anderen Themen, die für Jungs in der vierten Klasse etwas zu reif sind. Für uns Zuschauer waren sie aber immer pures komödiantisches Gold. Well, a man loves a woman, and a woman loves a man. Nummer 4. Fickt euch, ich geh nach Hause. Well, you know what I say? Screw you guys, I'm going home. Von den vier Hauptfiguren ist Cartman derjenige, der nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen in Schwierigkeiten bringt. Und wenn es hart auf hart kommt, dann kann man sich auf eine Sache verlassen. Er zieht den Schwanz ein. Wenn eine Aufgabe zu schwierig ist, ihm zu langweilig ist oder er das Gefühl hat, dass andere zu viel Spaß haben, dann haut er ab. Er möchte zwar, dass wir alle seine Autorität respektieren, aber es ist dieser Satz, der Cartmans Persönlichkeit wirklich zusammenfasst. Alle anderen sind ihm scheißegal, solange er zu seinem Fertigessen und seinen Videospielen nach Hause gehen kann. Okay, that does it. Screw you guys, I'm going home. Nummer 3. Kyles Monologe. I learned something today. Vor langer Zeit waren Fernsehsendungen, vor allem Familien-Sitcoms, nicht nur unterhaltsam. Sie hatten auch typischerweise einen moralischen Hintergrund. Wurde es richtig gemacht, funktionierte es. Aber meistens kamen diese Zusammenfassungen wie eine sehr übertriebene Predigt rüber. Anscheinend griff South Park in früheren Episoden auf diese kitschige Sentimentalität zurück und enthielt eine ähnliche kleine Zusammenfassung. Üblicherweise verkündete Kyle seinen Freunden, dass er etwas gelernt hat und dann teilt er sein Wissen. You know, I've learned something today. You see? The basis of all reasoning is the mind's awareness of itself. Diese Lektionen könnten grundlegende ideologische Thesen über Freundschaft oder ein Mittel zur Bewältigung einer existenziellen Krise sein. Der Witz ist so markant, dass seine Freunde in späteren Staffeln die Nase voll davon hatten. Is he seriously giving a speech right now? Nummer 2. Die klauen unsere Jobs. They took our jobs! Wenn alles andere scheitert, gib jemand anderem die Schuld, richtig? In der Episode der 8. Staffel Immigranten aus der Zukunft wird das erstmalig zum Motto der einheimischen Hinterwäldlerbevölkerung. Denn zeitreisende Immigranten tauchen in South Park auf. They took our jobs! They took our jobs! Dieser Satz wird durch die gesamte Episode gebrüllt und geht in unsinniges Krähen über und macht sich über Einwanderung lustig. Dabei wird klar, wie einstimmig diese Proteste werden. Der Witz ist im Englischen zu einem eigenen Meme geworden. And now everyone's getting laid off work. They took our jobs. They took our jobs. They took our jobs. Wurde zu einem Konterschlag gegen fremdenfeindliche Äußerungen. You took my girl and you took my job. He took his job. Nummer 1. Kennys wiederholte Todesfälle. Oh my god, they've killed Kenny. You bastards. Der Tod von Kenny, dem murmelnden kleinen Kumpel der Jungs und ihr verzweifeltes ihr Bastarde, hatte von Anfang an Kultstatus in der Serie. Der Witz wiederholte sich auf unterschiedlichste Art. Oh my god, they killed Kenny. You bastards. Kennys Seele wurde zum Beispiel versehentlich von Cartman aufgesaugt und kürzlich wurde klar, dass Kenny eigentlich unsterblich ist. Er stirbt auf schmerzhafte Weise, taucht wieder auf und keiner seiner Freunde kann sich an seine vergangenen Todesfälle erinnern, da seine Superkräfte verflucht sind. What is your power? I can't die. Der Tod von Kenny ist nicht nur ein Dauerwitz, sondern auch ein Witz, der mit der Zeit immer größer und dramatischer wurde. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10, abonniere einfach WatchMojo Deutschland.